Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mario Party 2. Ja, wir haben uns in der letzten Partie die Führung zurückerobert, obwohl wir da ein bisschen Pech hatten mit den Ereignisblockern bei Mario. Aber ich hoffe, die Pechsträhne ist jetzt wieder halb vorbei. Und wir können jetzt hier wieder mal ein bisschen aufholen. Sieht momentan gut aus, weil Mario so, wir haben Skat, der Scan ist uns hinten rechts. Und Peach hat momentan immer noch kein Geld dafür. Ich möchte mir mal die Karte angucken, wo ich mit einer 8 hinkomme. 2, 4, 6, 8. Da habe ich Peach sogar überholen mit. 2, 4, 6, 8. Da habe ich nur Pech. Was muss ich zahlen? 9. Bitteschön, kriegst du. Und lass mich durch. Danke. Schöne Abkürzung. Und tschüss. Adi-Veggie. Bye, bye, Peach. Ich gebe 111. Ich gebe den Part hier aus. Nur für euch. Okay, schön. 1, 2, 3. Das kommt mir nicht in den Kram. Treibsand, bitte. Oh Gott, eines in der Mitte. Treibsand kennt jeder. Münzen fallen von den Seiten her und der Rest erklärt sich von selber. Der in der Mitte kann halt um die Richtung des Treibsands bestimmen. Und die drei da oben müssen natürlich versuchen, Münzen zu sammeln. Meistens ist es gut, mit dem Strom zu schwimmen. Alter! Entscheide dich jetzt mal bitte für eine Richtung. Komm! Ja, danke. Ist halt schlecht für mich für die Peach. Aber er kann sich nicht so wirklich entscheiden, das regt mich auf. Mario 24. Wo Mario hat nur 9 und Peach hat so gerade mal nur 6. Also die 6 kommen mir sogar sehr entgegen. Weil dann hat sie nur 12 und könnte mir im Notfall nicht den Scan spitzen. Okay, er muss auch rüber die Seite wechseln. Ist zwar eine schöne Abkürzung, aber so wirklich. Weil es eigentlich halt steht auf dem anderen Papier. Gut, für mich ist das jetzt eine Abkürzung. Für mich war es auch eine Abkürzung eigentlich. Gut, eine wirklich Abkürzung jetzt eigentlich in dem Sinne auch nicht, weil man kann ja oben auch noch abkürzen. Ich drück's mal anders aus, das erleichtert die Situation. Okay, ich muss schon was Hohes würfeln, das wäre optimal. Am besten wäre eine 10. Ja, Glück gehabt. Da kommen wir beide rüber. Sie darf jetzt aber nicht das Minispiel gewinnen. Fetti ist egal. Mario ist weit weg. Also wird gleich keiner von Fragezeichen wegkommen. Das ist gut. Also dieses Minispiel entscheidet jetzt quasi. Totem Scan fair. Das hatten wir schon. Also das sollte ich dann doch gewinnen. Grafikfehler am Ende. Aber egal, passt. Da war nämlich gerade was über schwarze Streifen zu sehen. Peach kann jetzt schon nicht mehr gewinnen. Weil sie jetzt einen vorne. Ja, jetzt kann keiner mehr gewinnen, außer ich. Ah, Sieg. Weil das ist ja Knackpunkt, man muss durchmachen, weil sonst muss man einen wirklich mehr machen. Und das ist halt der Vorteil, den ich habe als Spieler. Wieder 10 Münzen. Diesmal ist nicht so ganz hier die. Ist ja jetzt nicht mehr so ganz entscheidend die Minigames. Sondern das ein bisschen mehr. Man hat mehr Brettkontrolle. Um es jetzt mal so auszudrücken. Okay, ich muss eine höhere Zahl als eine 4 würfeln, sonst kommt. Verlängern wir das Ganze. Jawoll! Ja! Gib ihn her! So, jetzt sieht's wieder besser aus. Das kann ich doch nicht gern klauen, ey. Oh mein Gott! Okay, da oben, da muss Mario noch 10 Münzen blechen für einen kürzeren Weg. Okay, das sieht. Ja gut, dann na gut, das hilft mir dann in dem Fall ja nichts, weil er wieder einen Stern kriegt. Oh, egal. Ja, die Bombe wird jetzt suboptimal und zwar richtig suboptimal. Was gibt's noch, was mir noch jetzt in die Quere kommen könnte? Gar nichts. Gut, die Runde ist überlebt. Das ist das Wichtigste. Wir spielen wieder ein Vierspieler-Minigame und zwar Feuerseil. Oh Gott, wer kennt das nicht aus Mario Party 1? Da ist es Feuer springen. Oh nein, bitte nein. Wieso habe ich jetzt hier einen Grafikbug? Oh, fuck off, ey. Das ist ganz beschissen. Weil jetzt muss ich das nach Gefühl springen. Muss ich nachgucken, woanders liegt.
Weil das ist natürlich beschissen. Glück gehabt. Glück gehabt. Und mit Gravibug ist das beschissen. Boah! Alter, könnt ihr mal verrecken? Boah, ist das Konzentration gerade. Konzentration. Er ist ja nicht mehr gesprungen. Scheiße! Hab den A-Knopf zu früh gedrückt. Boah, mit dem Grafikbug in diese scheiß Minispielern. Der viel Spaß wünsche ich mir da jetzt schon, ey. Habt euch freut das natürlich, das ist ein Fail pur dann, ey. Weil ich weiß nicht, wie viele Sprünge ich da überleben muss. Oh mein Gott. Na gut, den Stern hat er. Aber ich glaube, er kommt auf ein Fragezeichen. Er zahlt es nicht. Okay. Ah. Deswegen zahlt er es nicht, okay. Naja, könnte man sich auch so ein Koopa-Bang oder Stern, ne? Ich hätte mich für den Stern entschieden. Jetzt gibt's Ärger. Es kommt noch härter. Jetzt können wir den Stern klauen. Okay, jetzt überlegen wir uns nächste Runde, ob wir den Stern klauen oder Münzen von Mario spielen. Aber es wird wahrscheinlich auf das mit dem Stern hinauslaufen, weil das bringt mir, glaube ich, mehr. Bob, ob ich nehme, alle Mann verbaut! Das passt sogar hier, das Minispiel fürs Piratenland. Ja, das passt sogar richtig nice. Ah, die Bosse. Früher habe ich immer gedacht, man muss den Joshi hochhalten und nicht A drücken, ja. Aber ich bin momentan noch gar nicht wach hier, ey. Alter, du kannst. Boah! Nee, ja, da kommt nochmal ein. Ja. Nee, Mario. Aber wenn die Computergegner da ein bisschen Probleme haben oder auch eine Münze zwischendurch einsammeln müssen, ist die Chance einfacher, das Ding zu gewinnen. Aber drei Münzen. Ja, meine Mann vorbei ist aber keine 100%ige Garantie. Noch 5 Runden! Yoshi ist der Erste, Mario ist Second, Wario ist der Third und Peach ist der Last. Ach, Koopa. Ich glaube, dass Mario gewinnen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, jetzt kriegt er noch Geld in den Rachen geschoben von dir, ey. Nämlich 10 Münzen. Aber es ändert sich noch mehr. Jetzt müsst ihr eine wichtige Nachricht. Bis zum Ende des Spiels seidet ihr. Oder verliert ihr nun von nun an auf allen blauen und roten Feldern 6 Münzen. Wenn zwei Spieler auf dem gleichen Feld landen, beginnt ein Minispiel-Duell. Das ist dir gelingt, noch einmal richtig durchzuschlagen. Schreibt euch an und gebt euer Bestes. Nach könnt ihr aufholen. Denkt daran, schließlich wollt ihr die Superhelden werden. Oh ja, meine Fresse. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Danke. The last 5 turns. Go! Ja, sie wird jetzt mal Münzen von mir stehlen. Das ist doch sonnenklar. Was ist eigentlich ein Was soll eigentlich die Insel hier darstellen? Soll das wirklich Strand darstellen? Oder soll das so ein kleines Dorf auf dem Strand darstellen? Weil den Springbrunnen da rechts und die paar Häuser. Was 30? Ich sage, der klaut immer mehr. Ich war nicht der beste Ass-Smasher, von daher ist das nicht ganz so schlimm. Weil ich jetzt eher einen Stern klauen werde. So, hallo. Ich bin richtig gemein. Danke dir, du geiler Eine 10 hatten wir noch übrig. Das ist, glaube ich, Item, ne? Jawoll! Fässer los! Ja, was ich da wohl nehme. Das geht doch ganz klar fest. Ist doch sonnenklar. Ich nehme natürlich das goldene Ei. Nein, das ist leider kein Ei, sondern ein geiler Pilz. Esst ihr eigentlich Pilze? Champignons, Pfifferlinge. Im Herbst. Herbst ist ja Steinpilz. Saison ist ja Herbst. Esst ihr im Herbst? Oh, was ist eigentlich Herbst? Der kann man doch wohl definieren.
September, Oktober, so um den Dreh herum. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. 5 Münzen. Ja, Winter nicht mehr, ne. Kann man schon, aber eher nicht. Also jetzt so hier. Was ist sauber, aber keine Arsch. 50 Münzen gibt man da quasi für einen Stern aus. Ja. Ja, alle gegen mich natürlich. Komm. Zapduster. Yes. Jetzt bin ich der mit dem Hammer, ey. Woo! Bam. Bam! Und jetzt der Baum. So, Mario ist down. Mario auch. Und Mrs. Peach auch. Yeah! Das Spiel ist eigentlich simpel. Das können die drei eigentlich gar nicht gewinnen. Weil es ist so unfair. Es ist genau wie Elektroroller. Wo man nur in die Mitte springen muss. Das ist das gleiche Prinzip. Da kann der eins auch nicht gewinnen. Also es gibt hier wirklich Minispieler, die kannst du nicht gewinnen. Rein von der Logik her. Jawoll, ich raub die Bank aus. Ja, das war klar. Das ist sogar gut für mich, weil dann hat Mario sich echt die Chance mit ruiniert. Jetzt gleich die Frage, wohin kommt der Stern? Du hast mich gerufen, Meister. Ja, ob der dein Meister ist, steht auch auf anderem Papier, ey. Die sieht aber nicht so. Ist nicht so. Wie viel Prozent Erdanteil hat Wasseranteil hat er nicht die Erde? Das ist auch mal interessant. Ich glaube, ja, über 50 Prozent auf jeden Fall. 70? 70, 80? Ein Fünftel Erde, ja, wird schwer. Jawoll! Vor meiner Linse sogar noch, ey. Ich glaube, da kann man auch keiner den Stern streitig machen, wenn ich mir sicher bin. Ich mir ziemlich sicher. Gute Frage. Also ich sag mal so zwischen 60 und 70 Prozent. 80 glaube ich schon ist zu viel. 80 Prozent Wasseranteil. Man kann sich auch sehr leicht vertippen mit, ne? Sehr leicht kann man sich damit vertippen. Robo-Marathon, wir müssen diesen Flygeil aufladen. Ja, nur nicht betreten, sondern mit A, B gleichzeitig. Das haben wir, das hatten wir glaube ich schon mal das Spiel, oder? Ja, ich glaube, das hatten wir echt schon mal. Ich habe die Miste von was drücken, ey. Oh, keine Ahnung, ey. Oh. Ich gebe wie ein Hammer, habt ihr das wieder gehört bei mir? Aber ich glaube, das reicht definitiv nicht für den Sieg. Auf easy schaffe ich das locker, ey, aber auf hart, ne. Ist das leider keine Garantie hierfür. Ich glaube, meine Erfahrung war da als erster. Ne, doch nicht. Aber als dritter. Ja, 30 muss ich schon schaffen, ey. Skark von Mario. 31,57. Also bis 40 halte ich für machbar. Wenn ihr 50 habt, schreibt das in die Kommentare mit Screenshot von mir aus oder per Video. Wenn ihr wirklich 50 Meter schafft, ich glaube da nicht so wirklich dran. Wenn aber wirklich 50,00 geht, dann glaube ich da dran. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil das wäre zu brutal irgendwo, ey. 50, da müsste man den Controller ja richtig vergewaltigen, ey. So, jetzt dreimal die 7. Okay, die 5 ist guter Anfang. Die 6 ist gutes Mittelding. Und die 7. Ne, die 1 natürlich. Wie es auch anders sein sollen, ey. Gib mir den Stern! Kommt der jetzt hin? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Ja. Unser Gott, mein Gott. Der liebe Gott. Wie man es nehmen und wie man es sieht. Da werde ich, glaube ich, nicht mehr hinkommen. Deswegen arbeiten wir uns jetzt Richtung Buhu nochmal hin.
um Münzen zu spielen. Oder ein Kampfminispiel auszulösen. Das ist auch eine Möglichkeit. 10, okay. Der Sieger kriegt 28. Das wird mir sogar bereichen. Pilzbagger. Hatten wir das schon mal? Wir müssen mit einem Bagger Pilz sammeln? Ich glaube nicht. Aber das Spiel erklärt sich dann eigentlich schon von selber. Ist jetzt noch nicht ein Pilz hier. Immer noch kein. Ich habe da den Dreier anvisiert. Aber ich mach zu früh. Ich habe definitiv jedes Mal zu früh gemacht, weil sonst geht das da wie bei Wario. Super, einen abgezogen. Ja, das fand ich mein Game. Ne. Überhaupt nicht. Peach hat 10. Ich hatte auch am Anfang das Pech, dass die Pilze noch weit weg bei mir waren. Das hat auch was mit Glück zu tun. Also viele Kampfgames haben wenigstens mit Glück zu tun, leider. Aber in Mario Party 3 wird es da leider nicht besser. So schwer, so leider das so wahr ist. Also bei Kampfgames wünsche ich mir grundsätzlich, dass da nicht so viel Glück dabei ist. Ist aber leider echt so. So, wenn es jetzt... Jetzt wollen wir natürlich wieder wie gewohnt, der letzte Part eines Bretts wird ja etwas länger sein. Oh, das hofft sich daran, dass ich mal hier alle kriege. Jawohl! Nein, Wario geht noch. Okay, aber das sollte jetzt machbar sein. Ich als Bowling Freak. Jawohl! Klar gewonnen. Naja, aber dass ich den mit einer abräume. Schade. Aber die drei Bonus-Dinger haben wir bekommen, deswegen passt das. Noch zwei Jahre, Alter, das passt sogar fast zeitlich ganz genau hin, ey. So, zwei Runden Mario kommt da definitiv nicht nochmal hin. Peach wahrscheinlich auch nicht. Ich wünsche mir trotzdem jetzt eine 1 und eine 2. Okay, eine 3, ja, eine 3 ist richtig beschissen. Aber ich will nochmal Mario ein paar Münzen stehlen. Ich habe es irgendwie voll auf ihn abgesehen heute. Da trachtet jemand nach deinen Münzen. Du hast nämlich viel zu viele davon. Weißt du das eigentlich? 26. Ja gut, 5 Münzen weniger. Und dafür muss ich die Controller einfach vergewaltigen. Ich glaube, das ist mir nicht wert. Oh mein Gott. Ist ja Bowser Time, ne? Balobos, was hast du denn da Schönes für mich? Alles beschissen, ey. Ja, toll. Habe ich gerade bekommen. Boah, fast bekommen. Naja, egal. Weg damit. Ich bin sowieso eh durch. Was soll jetzt da noch groß passieren? Die letzte Runde in den Item Games sind gekommen. Chance Time sind eh alle vorbei. Ja gut, er könnte mir jetzt noch einen Stern gleich gehen. Das war's. Dann habe ich 6. Okay, er hat 5. Okay. Dann ist es wiederum was anderes. Ich schon wieder alleine, ey, im Pinguin-Rennen, ey. Na, natürlich, ey. Was frage ich denn da eigentlich? Komm in die Hufen! Ja, diesmal bin ich sogar... Ja. Kreuz... Mir echt noch den... Kreuz mir... Ja, perfekt! Ich brauche mich gar nicht beeilen. Die ist eh Kilometer weit. Die sind eh... Ja, die wechseln gerade erstmal. Hoho! Peach war zu langsam am Anfang! So, the last turn. Now! Eine, zwei sind drei, sechs Münzen weniger. Boah, eine mal richtig, richtig miese für den armen Kerl, ey. 5, ja, die kriegt nochmal gar keinen Boni. Kein Boni, kein Spezialboni. Kein Special Boni. Und ja, ich kriege auch nochmal 6 Münzen. Jetzt kommt Alter, kann er mir noch einen Stern klauen oder nicht? Nein, kann er nicht, aber ein Kampf mit dem Spiel vorher nochmal. Von 30 Münzen. 120, das ist der Jackpot groß. Krabbeltüte, bitte. Jawoll, ja. Einer hat einen Goldpilz, der ist 3 wert. Das sieht man am Anfang nicht. Der Rest ist 1 wert. Wer am meisten hat, gewinnt.
Okay, ich hatte ihn. Ey, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Her damit! Nein! Okay, immerhin wäre ich Zweiter. Ah, oh, sich den Pilz am Anfang anschauen, ey. Gut, Peach gewinnt das Ding jetzt hier noch. Ich glaube, das ist schlecht. Ich glaube, dass das schlecht ist. 8. Ich bin sogar nur Zweiter mit Wario. Ja, super, muss ich noch Geld teilen. Ah, da man sich das. Ja, 72. Oh oh. Oh oh. Ist hier mein Münchgern damit in Gefahr? Hatte ich 130? Ich glaube, ich hatte mal mehr. Okay, ich muss das Spiel jetzt auch noch gewinnen. Oh Gott, Treibsandwirbel. Nein! Ja, damit müsste mein Schkern eigentlich futsch sein, den ich mal hatte. Den ich mal innerlich hatte. Also, jetzt haben wir doch echt viele Minispiele wiederholt zum Schluss. Echt schade. Ja, super! Den kriegt keiner, den krieg ich. Boah. Nein! Oh! Komm her, Geld. 18, ja, mehr als Peach. Aber wo ich noch einen Geldsack bekommen habe. Da sind die Computer auch richtig scharf drauf. Ja, 146 hatte ich nicht. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das war die letzte Runde. Freude, hoi! Wer bei unserer Superhelden nur werden, lasst die Ergebnisse ansehen. Zunächst sehen wir eure Sterne, so viele Sterne habt ihr gesammelt. Nachdem wir die Sterne gezählt haben, kommen wir zu euren Münzen. Ihr wart ganz schön fleißig, hier ist die Anzahl eurer Münzen. Kommen wir nun zu den Bonussternen. Ich verleihe für die herausragendsten Leistungen im Spiel Bonussterne. Als erster Minispielstern, der Spieler, der die meisten Münzen im Minispiel gesammelt hat, erhält diesen Bonusstern. Ich verleihe den Minispielstern an Yoshi! Wuhu! Meine Musik ist einfach nur geil. Gut, verleihen wir den Münchgen dieser Zeit und wir dem Spiel verliehen, der die meisten Münzen meines Spiels gesammelt hat. Ich verleihe den Münchgen. Ja, Peach, okay. Weil ich mir doch noch gedacht, ich glaube ein paar Münzen nur. Weiter geht es mit dem Mike Duschka. Dieser sollte mit dem Spieler verliehen, der auch während des Spiels die meisten Fragezeichen Felder betreten hat. Der verleiht ja eigentlich schon an Wario. Okay, ich habe nur einen Bonusstern bekommen. Mario hat keinen bekommen, okay. So, jetzt kommt die erste spannende Freunde. Schreiben wir zur Verkündung des Superhelden. Ich habe eine offizielle Ankündigung. Unser neuer Superheld ist. Großartige Neuigkeit, die heimische Schatz wurde gefunden. Wir müssen unbedingt vor Captain Bowser am Fundort sein. Nein, Hilfe, schnell! Aha, eine ganze Höhle voller wertvoller Kostbarkeiten. Halt, bleib auf der Stelle stehen! Verdammt, du ein Leichtmatrose wolltest, hätte ich einfach meine Schatz gehen. Und nee, ich habe nur nach dem Rechten geschaut, Captain, ich habe nichts angerührt. Das will ich dir auch geraten haben, Freunde. Wohohoho! Verdammt, mich, wir stehen jetzt schon wieder! Beim Klamottermann, das ist ja. Yoshi! Der Captain Yoshi! Das heißt, du hast es also geschafft, aber der Schatz. Was kann das denn? Der Schatz gehört trotzdem mir oder sowas, oder? Komm, stech ihn auf! Verdammt, ich soll Unverschämtheit! Gut! Das tut weh! Der Schatz gehört dir, herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, Yoshi, du bist in der Super, dem Piratenland! Oh, ich liebe die Melodie, ey! Die ist so geil!
Pure ist ein Superstar, habe ich uns immer gesagt. 8 Sterne, okay. Was haben wir denn da? 394, der hat locker gewonnen, ey. 104 Münzen. Okay, deutlich, okay. 2, 15, 16, 20 mal Item. Boah, Bank ist aber auch auf 5, 8, 12 insgesamt. Eigentlich soll man ja nicht Five Eyes Spam, aber bei der Melodie kann ich es mir nicht verkneifen, ey. Geht das leider nicht. Ah, die Sterne werden jetzt umgewandelt in Münzen, weil hier sammeln, brauchen wir keine Sterne mehr sammeln. Von jedem Spieler, das ist ja vorteilhaft. Wir haben genau 20 Sterne gesammelt. 20 mal 5, sie sind 1000! So, beim nächsten Mal werden wir uns dann auf in den Westen begeben. Ja, in der Formel 1 Strecke aus den Texas. Howdy, Cowboys. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Mario Party 2.